Hallodala, Hallöchen, Popöchen und willkommen zu einer weiteren Folge Resident Evil 2 Claire B. Wir haben jetzt endlich eine Kiste gefunden und konnten unser Inventar mal ein bisschen aufräumen, was ziemlich gut ist. Draußen im Flur, im Flur, hängt ein Licker an der Wand. Ich werde versuchen, den möglichst nicht zu provozieren, während wir jetzt losgehen und unseren Granatenwerfer noch schnell holen. Du. Leise. Leise wie Schatten müssen wir sein. Sehr gut. Und je nachdem, wie viel Munition der Granatenwerfer standardmäßig geladen hat, wird der Licker eine schöne Überraschung überleben, wenn wir wiederkommen. Vielleicht bringen wir dem ja was Nettes mit. Gucken wir mal. Tja. Dum, 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 dum. Naja, ne, aber wie gesagt, wie ich im ersten Teil, also im letzten Let's Play in der letzten Folge schon gesagt habe, ist natürlich, so cool ich das B-Game finde, passt es natürlich auch nicht perfekt rein. Weil einerseits ist die Tür, in der Marvin sich versteckt, verbarrikadiert, gleichzeitig ist aber das elektronische Schloss noch nicht verriegelt. Das passt so nicht ins A-Game, weil entweder war Leon schon bei Marvin und Marvin hat danach die Tür verbarrikadiert. Und dafür hat dann Leon aber das elektronische Schloss geöffnet. Oder aber Leon war noch nicht bei Marvin. Marvin hat die Tür noch nicht verbarrikadiert. Dafür sind die elektronischen Schlösser noch geschlossen. Aber man kann nicht beides haben. Und hier ist eben beides. Entschuldigung, ich muss gerade husten, deswegen war ich gerade kurz raus. Der Chi-Launcher. Oh, ich dachte, das ist ein Granatenwerfer, aber anscheinend schieße ich damit kleine Chis. Das ist natürlich besonders gefährlich. Ich hoffe, die sind auf meiner Seite. Das wäre eine lustige Waffe, oder? Ich hätte gern, oh mein Gott, ich muss mal gucken. Es gibt doch so den Ultimate Battle Simulator und so Sachen. Ich gehe mal kurz da raus, nur das Interesse, weil ich gar nicht weiß, was uns da erwartet. Ich muss mal gucken, ob es da Resident Evil Mods gibt. Ich würde gern mal irgendwie 100 Ganados gegen 200 oder 1000 Zombies oder so in die Schlacht ziehen sehen. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass, aber man weiß es gar nicht, ne? Ich bin jetzt einfach automatisch davon ausgegangen, dass Ganados mächtiger sind als Zombies. Und das glaube ich eigentlich auch, ne? So ein Ganados. Ja, so ein Ganados macht, glaube ich, viele Zombies fertig. Ich glaube, ein Ganados ist das relativ wurscht, wenn der gebissen wird, stelle ich mir zumindest vor. Und so ein Zombie kann halt nicht sehr viel mehr als beißen. Und die Ganados können die dann irgendwie zerhackstückeln und aufspießen und ihnen wahrscheinlich mit bloßen Händen die Köpfe ausreißen. Und wenn dann irgendwie Teile aus dem Hals gebissen werden, ist das denen auch relativ wurscht. Solange die nicht den Plagger wegsnacken im Inneren. Insofern ist das, glaube ich, schon realistisch, dass 100 Plagger ziemlich viel Zombies wegkriegen. Aber das wäre interessant, ne? Ich fände das voll gut. Aber so eine, ich weiß, ne, Capcom wird sowas natürlich nie machen. Das passt ja auch überhaupt nicht. Aber sowas fände ich voll interessant. Einfach nur so ein Baukasten, so ein Sandkasten, in dem man alle Resident Evil Monster gegeneinander kämpfen lassen kann. In so einer Arena. Und dann so ein bisschen die Kampfkraft sich anschauen kann. Dann könnte man endlich so Fragen klären, wie wer würde gewinnen, Chi oder Nemesis. Könnte Nemesis vielleicht sogar Chi infizieren? Die könnten sich gegenseitig infizieren. Ach, falsche Tür. Dann brütet Nemesis einen Chi-Baby-Parasiten aus. Und währenddessen wird aber Chi von einem Nemesis-Tentakel kontrolliert oder so. Wer weiß. Rocketto Launcher. Das ist eben Nemesis großer Vorteil. Immer wenn es um so Kämpfe geht, wer stärker ist und wer schwächer ist, dann muss man halt immer sagen, wir wissen, dass Nemesis einen Raketenwerfer benutzen kann. Und das ist halt wirklich im Resident Evil Universum die ultimative Waffe. Von der Hierarchie her, ne, da gibt es quasi
Die Magnum ist schon sehr mächtig und drüber steht aber nur noch der Raketenwerfer. Alle anderen Waffen sind drunter. Ganz egal, was du hast. Egal welches Kaliber, egal wie stark, egal wie mächtig, ne? Alles wurscht. Granatenwerfer, alles schlechter als die Magnum. Auch irgendwelche krassen Scharfschützengewehre, alles schwächer als die Magnum. Drüber ist nur der Raketenwerfer. Und über dem gewöhnlichen Raketenwerfer ist dann noch der rote Raketenwerfer. Aus Resident Evil 4. Finde ich cool, dass der rote Raketenwerfer aus Resident Evil 4 tatsächlich Lore bekommen hat, wenn man so will. Ich gehe noch mal kurz da rein. Ich habe gerade im Fenster gesehen, dass die Post vorbeigefahren ist. Ich muss eventuell schnell die Post holen. Muss ich dann rausschneiden, die Pause. Ach, dammit, warum kommt die ausgerechnet jetzt? Die Post kommt bei uns so spät, ey. Es ist jetzt bei mir fast 14 Uhr. Crazy, oder? Finde ich. Ich hoffe, ich höre sie überhaupt klingeln hier oben. Eieiei. Oh, wartet mal. Ich muss mal kurz was gucken. Oh. Ich hoffe, ihr hattet jetzt kein Echo in der Aufnahme vom Gameplay. Mir ist nämlich jetzt erst aufgefallen, dass ich meinen Monitor noch anhatte über die Boxencam-Game-Sound. Wäre ein bisschen ärgerlich, aber ich hoffe, es war nicht schlimm. Ach, guck. Hier sind wir. Ich höre Zombies schlürfen. So, okay. Ich warte nämlich auf mein Holy-Päckchen mit den neuen Geschmacksrichtungen. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Finde ich schon sehr geil, Holy. Ich bin wirklich ein Fan. Also wirklich jetzt. Sage ich nicht nur, weil die mir Geld dafür geben, dass ich das sage, was durchaus der Fall ist, sondern weil ich es einfach cool finde. Dass ich keine Getränke mehr im Getränkeladen, im Supermarkt kaufen zu müssen, Kästen oder Sixpacks schleppen, Pfand zurückbringen und dann ist alles auch noch viel umweltschädlicher und so weiter und so fort. Jetzt kriege ich einfach mein kleines Pulverpäckchen, minimaler Plastikmüll und ich kann mir mit dem Leitungswasser, das sowieso aus der Umgebung kommt und so, unbegrenzte Mengen. Also wirklich, ich glaube, ein so ein Päckchen reicht für 25 Liter. Eine Packung, ich glaube 25 Liter oder vielleicht sogar mehr. Es sind sogar 30, ich weiß es nicht. Hängt ja auch immer ein bisschen von der persönlichen Dosierung ab. Und es ist auch relativ günstig, ne? Wenn man sich das anguckt auf der Seite, können einem die Preise abschrecken. Aber tatsächlich kostet das pro Portion 80 Cent, also pro halben Liter 80 Cent. Und man hat wirklich geilen Eistee. Und das finde ich schon absolut gerechtfertigt, oder? Ich finde, da kann man sich eigentlich nicht beschweren, wenn man in den Supermarkt geht und einen halben Liter Eistee kauft. Ja, da ist 80 Cent aber schon günstig, oder? Also ich finde es super, wirklich. Wenn ihr auch Holy bestellen wollt, LSBR, für 5 Euro Rabatt für eure erste Bestellung oder LSBR10 für 10% Rabatt auf absolut alles. Und somit beende ich die Werbung. Das war wirklich nicht geplant, dass ich jetzt wieder eine Werbung einbaue. Aber meine Holy-Bestellung sollte halt bald kommen. Deswegen bin ich überhaupt drauf gekommen. Ach so, wir haben das Einhorn-Statuen-Medaillon, ne? Ach so, ja genau, Moment mal. Können wir eigentlich gleich die Leiter runterklettern? Ich weiß jetzt aber auch gar nicht, mit was mir das Päckchen geliefert wird, ehrlich gesagt. Vielleicht bringt das gar nicht die normale Post. Vielleicht kommt da nochmal UPS oder so. Ich muss mal nachher meine E-Mails durchgehen. Ich habe da am Montag oder so, ich glaube am Montag eine E-Mail bekommen, dass das Päckchen am Donnerstag kommen soll. Und heute ist jetzt bei mir Donnerstag. Aber ich habe jetzt nichts, keine neue Bestätigung mehr bekommen bis jetzt, ehrlich gesagt. Wir haben vergessen, was wir machen wollten. Jetzt ist es mir wieder eingefallen.
Und jetzt ist das Spiel abgestürzt. Das ist schon ein seltsamer Mechanismus. Ne? Im Grunde funktioniert das Ganze so, dass die Statue mit genug Schwung nach vorne geschoben wird, dass der Schlüssel in dem Kelch dieser Statue rausflutscht durch die Force. Okay. Finde ich einen super weirden Mechanismus. Ich stelle mir das auch nicht sehr zuverlässig vor, ehrlich gesagt. Ne? Ach so, muss ich den Schlüssel identifizieren? It's a shape of a Schlüssel. Können wir jetzt bitte mal hier auf die Map gucken? Werden mir die Türen nicht eigentlich farblich hervorgehoben, die ich damit jetzt öffnen kann? Weiß ich nicht. Weiß nicht, ob die jetzt nicht hervorgehoben werden. Aber das sollten sie. Denn die Map ist mein Verbündeter und ein mächtiger Verbündeter sie ist. Oh, jetzt kommt UPS auch noch. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe es nicht gehört. Wahrscheinlich habe ich es hier oben im Arbeitszimmer nicht gehört mit den Kopfhörern. Wahrscheinlich haben die schon geklingelt. Na super. Das ärgert mich. Dann muss ich nachher mein Holy-Päckchen wieder irgendwo abholen. Ein Diamond ist eingraviert. Okay. Shine bright like a diamond. Aha, vielleicht wird mir das auch auf der Karte angezeigt, welche Tür ich mit dem Schlüssel öffnen kann. Ich habe nur keinen Schlüssel gefunden bis jetzt. Oder kein Schloss für den Schlüssel. Kein Schlüss für den Schlüssel, wenn schon. Wenn ich mich schon verspreche, dann richtig. Budum. Ach ja. Das ist schon ganz nice. Ey, ich muss echt sagen, Leute, weiß ich nicht, weißt du, ich wollte euch gerade empfehlen oder ich wollte gerade sagen, hey, dieses Creator-Dasein, ne, und dass man so Sachen wie diese ganze Resident Evil-Reihe mal wieder durchspielen mit Leuten teilen kann und dass da eine Community da ist und dass tausende von Leute das alles irgendwie mitverfolgen auf den ein oder anderen Weg oder zumindest 1000 Leute jetzt in dem Fall auf dem Let's Play-Kanal. Ist schon alles total cool und gibt dem Ganzen so ein bisschen einen Mehrwert. Ich glaube, ich habe einen cooleren Bezug jetzt zu dem Ganzen und es macht mir auch insgesamt mehr Spaß dadurch, dass ihr mit dabei seid. Das ist schon super cool. Das ist viel besser, als wenn ich es privat daheim auf meiner Couch einfach allein machen würde. Würde ich es wahrscheinlich nicht mal durchziehen, das alles durchzuspielen. Gleichzeitig kommt damit natürlich auch so eine Verpflichtung einher. Und ich kann nicht nur dann spielen, wenn ich Bock habe und ich kann es auch nicht so gemütlich spielen, ne, weil ich muss halt reden und das ist was anderes schon. Und es gibt halt einfach Tage, da habe ich eigentlich gar keinen Bock. Da habe ich eigentlich keinen Bock, aber es hilft halt nichts. Und dann, wenn man sich dazu überwunden hat, passt schon, aber ne, das ist was anderes, wie wenn man es privat macht. Aber es gibt andere Tage, so wie jetzt gerade zum Beispiel, wo ich richtig Bock auf Spielen habe und dann nehme ich die Let's Plays auf und dann freue ich mich schon auf die Kommentare und dann freue ich mich schon auf den nächsten Stream und so weiter und aufs Spiel und auf die zukünftigen Spiele und dann ist es einfach mega nice. Und dann ist das einfach schon sehr, sehr spaßig und cool und gibt dem Ganzen. Oh nein, noch ein Licker. Was? Zur Hölle. Und gibt dem Ganzen einfach schon nochmal mehr Wert und so. Das ist schon schön. Deswegen danke an euch, Leute, dass ihr mit dabei seid. Meine ich ganz ernst. Wirklich cool. Da jetzt genug Gefühlsduselei. Wir müssen rausfinden, was zur Hölle ich hier eigentlich mache.
Habe ich gegenüber die Tür gecheckt? Ah, da ist noch eine Tür, die ich nicht gecheckt habe tatsächlich. Da könnten wir jetzt noch mal kurz nachgucken. Okay. Da können wir jetzt noch mal gucken. Ich nehme jetzt noch keine Heilung. Wir sind noch fit genug. Der Licker hat uns einmal kurz ins Schienbein gebissen. Das ist nicht so schlimm. Nicht mal gebissen, sondern nur gesäbelt. Aber ich laufe schon wieder ganz falsch. Aber schon langsam, wisst ihr, das ist so ein bisschen das Blöde. Ne, wir haben jetzt vor kurzem mein Haus renoviert. Da muss ich auch sagen, okay, ab jetzt, wo wir fertig sind, könnte ich ein Haus renovieren. Davor hatte ich keine Ahnung, was ich mache. Und wenn ich so drüber nachdenke, was ich alles falsch gemacht habe am Anfang, um Gottes Willen. Aber gut, jetzt weiß ich, wie es geht. Falls ich nochmal ein Haus renovieren muss, bin ich sehr viel besser. So ein bisschen geht es mir auch mit den Resident Evil Spielen. Ich gehe da relativ blind rein, weil es einfach 15, 20 Jahre her ist, dass ich die das letzte Mal gespielt habe. Und wenn ich dann fertig bin mit den Spielen, denke ich mir so, jetzt wäre ich ready, die Spiele zu spielen. Tja. Nee, wo gehe ich denn schon wieder hin? Hör doch jetzt mal auf mit dem Blödsinn. Hirn. Brain. Landsquid Brain. So ein Landsquid Brain hat schon nicht leicht. Wusstet ihr, dass Tintenfische 3 Hirne haben? Also tatsächlich haben die nicht... Es ist ja quasi so, in der Biologie gibt es ja mehrere Konzepte, die interessanterweise sich immer wieder wiederholen, die anscheinend sehr nützlich sind, weil auch über Artengrenzen hinweg, also wirklich Arten wie Insekten und Säugetiere, die weit voneinander entfernt sind, verwandtschaftlich, findet man eben genau diese gleichen Konzepte immer wieder. Deswegen kann man sich auch zum Beispiel relativ sicher sein, oder es ist naheliegend, dass auch außerirdisches Leben diese Konzepte vermutlich reproduzieren wird, weil man die eben hier auf unserem Planeten so häufig findet. Wie zum Beispiel Zerebralisation. Das ist ein kompliziertes Wort und meint eigentlich einfach nur, dass sich Nervenknoten bilden und irgendwie sammeln und dass dann sowas wie ein oder mehrere zentrale Nervenknoten entstehen. Wie zum Beispiel bei uns Säugetieren unser Hirn. Das ist quasi so der zentrale Nervenknoten in unserem Körper, aber es gibt tatsächlich in der Wirbelsäule und auch im Brustbereich noch andere Nervenknoten. Das ist ganz interessant, ne? Weil man hat doch manchmal einfach so ein blödes Bauchgefühl. Das ist ja auch so ein geflügeltes Wort und tatsächlich weiß man seit ein paar Jahren, dass tatsächlich auch in der Magengegend, im Torso, Nervenknoten sitzt. Bei weitem natürlich nicht so komplex wie unser Hirn, aber durchaus etwas, das uns bei der Entscheidungsfindung und so helfen kann. Ne? Also das Bauchgefühl ist schon auch was tatsächlich Existierendes. Ein Fortsatz von unserem Hirn, wenn man so will. Naja, ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber ja, ist ja geil. Nervenknoten im Körper. Und wie gesagt, ne, die meisten Lebewesen entwickeln eben dann ihr Hirn, interessanterweise den zentralen Nervenknoten, auch nahe am Kopf. Das ist ein anderer so biologischer Mechanismus, den wir überall sehen können, Zephalisation. Das heißt, die meisten oder die wichtigsten Sinnesorgane, die Werkzeuge, die da sind, um die Umgebung wahrzunehmen, sammeln sich an einem Ort an der Vorderseite des Körpers. Ne? Also Augen und Geruchssinne und Hören auch, das ist sehr oft, das ist der Herzschlüssel, das ist sehr oft alles vorne an den Tieren angebracht. Ne, nicht immer. Fliegen schmecken mit ihren Beinen und so weiter. Da gibt es natürlich Ausnahmen. Aber ja, basically ist das so. So, und jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt, den ich bringen wollte. Tintenfische haben auch Nervenknoten entwickelt. Aufgrund ihrer ungewöhnlichen Körperstruktur haben die allerdings ähnlich wie Insekten nicht ein zentrales Gehirn, sondern eben mehrere zentrale, gleichberechtigte Gehirne über ihren Körper verteilt. Wie so ein Bauchmark. Dadurch, dass die so weird und komplex aufgebaut sind, und das ist super lustig, finde ich, läuft, das ist kein Scherz, läuft die Speiseröhre von so einem Tintenfisch,
die Speiseröhre läuft quasi... Ich muss nachher echt mal gucken, wo wir hin müssen. Ich habe keine Ahnung. Die Speiseröhre läuft durch eines der Gehirne durch, mittendurch. Deswegen muss so ein Tintenfisch echt aufpassen beim Essen und muss gut kauen, weil das ist kein Witz, wenn der zu große Klumpen isst und gekaut, kann es passieren, dass er sein eigenes Hirn damit beschädigt. Also gefräßig sollte man als Squid nicht sein. Es kann ungesund werden. Naja, genau. Finde ich sehr interessant. Okay, hier muss... Ach doch, natürlich. Ich kann ja... Hey, gut, dass ich mich einfach verlaufen habe, weil ich ein Trottel bin. Natürlich kann ich ja auch mit Claire hier das Feuer auswirbeln. Da hätte ich jetzt aus irgendeinem Grund überhaupt nicht dran gedacht, aber es ist so obvious, oder? Aber zum Glück habe ich meine Geschichte über Hirne und Zerebralisation und Zephalisation erzählt und jetzt... Ja. Ja, das ist schon interessant, ne? Und dadurch, dass wir eben wirklich beobachten können, dass das im Tierreich so häufig passiert, so häufig, im Grunde bei allem, was sich bewegen kann, ist es wirklich naheliegend, dass zumindest das auch auf fremden Planeten mit Aliens sich so entwickeln dürfte. Also... Vermutlich, werden wir auch bei Alien zu etwas wie ein Gesicht und einen zentralen Nervenknoten sehen. Da kommen sie. Da kommen sie. Die sechs Tyrants. Der gute alte T-00 kommt zu uns. Er sieht ein bisschen aus wie ein Trottel. Na schön, Leute. Dann machen wir hier für heute Schluss. Haben wir wieder ein bisschen was über Biologie gelernt und über Resident Evil und über Wasser. Über Physik quasi. Das Wasser kann Feuer löschen, Leute. Merkt euch das. Könnt ihr vielleicht mal brauchen. Aber nicht immer. Insofern seid vorsichtig bei Kabelbränden und so. Schönen Tag noch und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.